Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosshofer-Oldorf. Ich habe hier einen WKS-Rundzylinder, leicht verbogen, und der schließt auf dieser Seite nicht oder ganz schlecht. Und ja, den sollen wir auseinanderbauen, wieder heile machen, wieder hinschicken. Machen wir kein Problem. So, auf dieser Seite, also es gibt einmal eine Außen- und eine Innenseite. Auf der Außenseite ist der Zylinder hier ein bisschen, ein bisschen, der Kern ein bisschen kleiner. Und auf der Außenseite ist der ein bisschen größer. Und wenn man da so ein bisschen dreht, dann war die nicht in Ordnung. Dann kommt irgendwo mal so ein kleines Loch, da kommt so eine Nadel rein oder so ein Teil, das BKS-Nadel hat man nochmal früher zugesagt. Einmal so schräg hier einführen, draufdrücken und dann kann man den hier auseinanderziehen. Okay, die sind aber echt leicht verbogen. Mal sehen, ob wir die gerade kriegen. Stecke ich mal eben einmal so zusammen. Dann spanne ich das mal im Schraubstock einmal eben ganz kurz hier. Und werde dann. Oh, ich hoffe, die brechen nicht ab. Ich nehme hier gleich kaputte Finger, um einen Hammer zu nehmen. Dann sieht das einigermaßen gerade aus. Einigermaßen aber nur. So, dann nochmal eben hier, da wo das Loch ist. Dann einfach entriegeln. Okay, die sind auch was von krumm. Da muss ich mal gleich sehen, wie ich das hinkriege. Auf alle Fälle müssen die da immer drin bleiben. Sonst habe ich da doch noch ein Problem. Richtig nachher. So, okay. Ja, die Seite ist nicht in Ordnung, also muss die Seite aufgemacht werden. Brauche ich einen kleinen Schraubendreher zu. Der jetzt gerade mal irgendwie wieder verschwunden ist. Warum so auch immer. Müssen wir irgendwas wegpacken? So, weggepackt. Nein, danach kann ich ihn nicht finden. ich muss aufräumen. So, nehmen wir den hier so lange. Sieht danach aus, das ist, als wenn der das ist. So, ich würde das aber nicht selber unbedingt machen, weil man muss das nachher nicht wieder zusammenkriegen. Okay, das muss ich mal gleich im Schraubstock machen, glaube ich. Ja. Muss ich im Schraubstock machen. Oder ich mache das eben hier. Das geht nicht gut, weil der nicht. Ja, geht doch, so ein bisschen geht das doch. Du musst die Hände da mal schön rauslassen, weil sonst gibt es eine Verletzung. So, eine Seite habe ich los. Die andere Seite auch nochmal eben. So, dann fährt man Farbe. So. So, Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Gut, alles weg. Alles wieder in so einer kleinen Kiste. Kennt ja jeder von mir. Sorgen, das liegt hier noch rum von einem anderen Auftrag. Jo. So, dann könnte ich einmal den einfach rausziehen oder zu lösen. Naja, kann ich auch reinstecken. Den nochmal hinterher. So, und dann brauche ich den gleich nicht mehr zu bestiften. Dann habe ich also nur diese Seite hier. Und dann machen wir da eben halt neue Sachen rein. Ich habe so einen tollen Putzlappen gekriegt hier. Alte Handtücher. So. Das sind die alten Stifte, die sind auch ganz schön runter. Ja, jetzt setze ich da eben neue rein, stifte ich den neu und dann bauen wir den wieder zusammen und dann war es das.
Kannst du mal ein bisschen sauber machen hier nochmal eben. Okay, gut. Das mache ich jetzt mal eben und dann gucken wir gleich nochmal an. Ich habe jetzt nochmal einen extra Schlüssel gemacht und der geht hervorragend. Das heißt also, den alten schmeißen wir also weg hier. Dann ist es der Schlüssel, nachdem ich das gemacht habe. Super. Der neue Schlüssel. Ja, platzt ein bisschen. Ja, das gibt sich aber, dann ist der Stift ein klein bisschen. Ne, alles klar, alles super. Geht so, jetzt kommt das Teil da wieder drauf. Und dann kann der Zylinder schon wieder zum Kunden. Nicht ganz festschrauben, nur locker lassen. Und jetzt müssen wir gleich nur noch die Stangen richten, aber da muss ich auch das Video nicht zu machen, sondern es geht ja in erster Linie darum, dass ich hier einfach die neuen Stifte gemacht habe. So, das haben wir. Das haben wir auch. 16 Uhr schaffen wir ja noch, ne? Bis 18 Uhr müssen wir. So, mal gucken. Ja, und das, also ein bisschen kratzt, das liegt ein bisschen daran, weil auch dieser Kern hier ausgeschlagen ist. Und er das nicht so richtig will und macht und tut. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, das ist nämlich auch so. Gut, okay. Ja, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt. Und jetzt sieht man hier, wie der hier so einen Bogen macht und da auch. Mal gucken, ob ich das dann irgendwie gerade kriege oder ob man damit leben muss. Das schaue ich mir gleich mal eben an. Okay, wie gesagt, das war's von meiner Seite aus. BKS-Rundzylinder, wieder instand gesetzt, neue Schließung. Das heißt also neue Stifte eingesetzt und er ist jetzt wieder funktionsfähig.